Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Tutorial hier. Ich wurde vor einer gewissen Zeit mal gefragt, wie man denn so ein Logo hier erstellen kann. Also ich sag euch das mal. Ich hatte mal ein Video dazu gemacht gehabt, wie man halt allgemein 2D-Bilder quasi von Photoshop in 3D erstellen könnt. Das habe ich euch oben verlinkt in der Infocard oben rechts. Schaut euch das mal an. Aber nichtsdestotrotz wurde ich nochmal gefragt, weil das war jetzt doch nicht so verständlich. Und zwar, wie ich denn sowas hier in Art erstellen kann. Also wie mir wurde, hat der Link geschickt. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, wir machen uns das einfach mal so nach, genau wie es da ist im Endeffekt. Ja, und kann ein bisschen länger dauern. Deswegen bitte ich euch, ein bisschen Geduld zu haben, wenn ihr Lust habt. Schaut euch das Video an. Wie gesagt, dauert vielleicht ein paar Minuten länger. Aber ich hoffe, es ist informativ und hilft euch. Also deswegen, sorry, dass es lange gedauert hat, aber ich habe dich nicht vergessen. Und wenn ihr auch sonst Ideen nochmal habt, was ihr wissen wollt, gerne in die Kommentare damit. So, fangen wir doch mal an. Und zwar ziehen wir das rüber mal ganz kurz. Und zwar machen wir uns erstmal, es gibt halt verschiedene Wege, ja, aber ich mache jetzt einfach mal einen Spline. Also das heißt, wir machen uns erstmal die Base hier, also die Form an sich. Das ist ja ein Kreis. Da können wir halt viele Sachen machen, aber ich mache jetzt mit einem Spline. Das heißt, ich nehme mir einen Kreis-Spline, ziehe den, würde ich sagen, mal ein bisschen größer. Ist ja eigentlich im Endeffekt egal. Dann nehme ich einen Extrude-Nurb und nehmen, also extrudieren und pack den Ring hier rein, damit es auch ein bisschen halt Tiefe hat. Die können wir hier ganz einfach mit nachjustieren. Das machen wir auch später. Wir machen das erstmal auf 20 wieder. So, als nächstes machen wir uns, würde ich mal sagen, den äußeren Kreis, weil der erste so ein bisschen erhoben. Dann machen wir uns hier das Innere. Ich kann es ja mal größer machen. Und zwar, wir machen uns dann hier diesen inneren Kreis, dann machen wir uns hier diese Scheibe. Quasi sind halt verschiedene Layer. So, das heißt, nehmen wir uns für den äußeren Ring, nehmen wir uns eine Röhre. Da haben wir die Röhre, die machen wir natürlich auf 90 Grad. Ne, anderes 90 Grad. Sorry. Und zwar 90 Grad. Und machen wir natürlich auch ein bisschen größer. Und auch den Ring hier ein bisschen größer. Nicht so groß. Ich denke mal, so ist in Ordnung. Ja. Wie gesagt, die Tiefe machen wir später nochmal. So, jetzt ist es ein bisschen eckig hier, also zu wenig Segmente. Die machen wir natürlich noch mal nach oben. Das heißt, anstatt 30, also 36, machen wir mal 100. Und voilà, haben wir es jetzt rund. Ja, ist okay. So, dann machen wir uns eine neue Scheibe. Beziehungsweise, wie machen wir das am besten? Ja, machen wir uns dann die Röhre, nehmen wir einfach, kopieren wir uns. Und ziehen wir uns kleiner. So. Ich denke mal, so ist okay. Obwohl, machen wir uns das vielleicht doch ein bisschen hier größer. Müssen wir ein bisschen Pi mal Daumen. Ich denke, das ist soweit in Ordnung, weil wir müssen natürlich der Text, der muss hier noch rum. Ist ein bisschen zu groß, dann machen wir das Ganze einfach ein bisschen kleiner. Ups. Ja, okay, so könnte passen. In Ordnung. Ich glaube, so ist das in Ordnung. So. Dann machen wir uns als nächstes hier. Ja, obwohl wir machen uns ganz kurz mal die Ebene hier drin. Das heißt, wir kopieren uns unser Extrude. STRG
C und V und skalieren den uns kleiner. Denke mal, so ist okay. Ziehen den dann erst ein, obwohl machen wir nicht rausziehen, sondern einfach von den ein bisschen, na, die Tiefe machen wir ein bisschen mehr und ziehen das ein bisschen raus. Ich glaube, ist okay. Wie gesagt, das ändern wir eh nochmal später alles. So. Ich denke, das ist soweit in Ordnung. Gucken wir mal. Ja, ob der Abstand so okay ist, weil quasi das wäre Silber, dann haben wir Blau und dann haben wir dieses braune Farben, dann wieder Blau und dann Silber. Okay, ja, ich denke, es ist okay. So, als nächstes machen wir hier diese Punkte oder ich sag's mal als Diamanten, sage ich mal. Das sieht mir aus, dass sie hier ein Sechseck genommen hat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, könnte hinkommen. Deswegen machen wir das auch. Und zwar, wir nehmen uns hier ein N-Eck. Wo haben wir es? Da, N-Eck. Das ziehen wir uns mal raus. Das hat, wie ihr sehen könnt, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ecken. So, dann wollen wir natürlich auch einen Extruden reinziehen. Und zwar packen wir unser N-Eck hier rein und ziehen uns das Ganze natürlich ein bisschen kleiner. So, ich denke, so ist in Ordnung. Und ziehen wir uns, wie gesagt, rein. So, dürfte das erstmal okay sein. Okay. So, und jetzt wollen wir das natürlich als Kranz haben. Das heißt, wir wollen es natürlich hier geklont haben. Das ist natürlich auch ganz easy. Dann nehmen wir uns einen Kloner, packen unser Endeck hier rein. Na, was habe ich da gemacht? Ach, Quatsch. Ich wollte natürlich nicht den Kreis haben. Ich wollte das Endeck haben. Okay, wird ein bisschen spät. So, dann machen wir das N-Eck. Na, nehmen wir einen Cloner. Wollen ihn als Kreis haben, das heißt Radial. Und erweitern natürlich dann den Radius. So, allerdings machen wir doch hier das N-Eck ein Mükel, ups, noch nicht drehen. Ein Müh kleiner, also ziemlich klein. Okay. Weil das sah ja auf dem Bild auch sehr klein aus. Jetzt nochmal. Na. Okay, ziehen wir das mal raus. Na, wo bist denn du hin? Habe ich das zu klein gemacht? Okay. Ja, okay, wie gesagt, ein bisschen, noch ein bisschen kleiner. Allerdings die Anzahl können wir erhöhen. Ja, das ist noch ein bisschen kleiner. Ist natürlich kein Dingen. Machen wir es ungefähr so. Ziehen wir es wieder rein. Na, ich raff's nicht. Wieso kopiert er das? Wieso klopft? Okay, doch, hat er wohl gemacht. Naja, gut, okay. Ja, okay, man sieht es halt nicht, weil es sehr klar drin ist. Okay, super. Ja, okay, jetzt haben wir es doch. Joa, ich denke, es ist okay. Erhöhen wir nochmal die Anzahl ein bisschen. Ja, so könnte das okay sein. So, wie ist denn das? Jetzt gucken wir mal, wie es aussieht. Also, wir haben jetzt quasi. Okay, genau. Unsere Platte, das ist genau an der Ecke der Platte. Das ist gut. Okay, perfekt. So, jetzt wird es ein bisschen, ja, sage ich mal, anspruchsvoller. Weil jetzt machen wir unseren Text.
heißt dein Text. Nehmen wir uns erstmal einen, wollen wir kreisblein, weil wir wollen hier den Text irgendwo, also eine Richtung geben, weil der so gebogen ist. Heißt, wir machen unseren Spline ungefähr hier von der Mitte quasi. Das heißt, weil hier auf den Kreis ist später unser Text. So, dann nehmen wir unseren NatMoGraph Text, schreiben uns da was rein. Ich mache jetzt mal www.idesignisch.de. So. Idesignisch.de, aber richtig. Jo, und dann nehmen wir uns hier bei unseren Deformer-Tools, nehmen wir ein. Jetzt muss ich das nochmal. Wo haben wir das denn? Spline, Spline, Spline. Ich übersehe es immer, ey. Spline-Wickler, na? Keine Formel. Ein Spline-Wickler. Ja. Und Spline-Wickler packen wir uns unterhalb. Jetzt bin ich mir auch mal nicht sicher. Unterhalb des Textes. Geil. Okay. Und als Spline-Vektor, also als Spline hier quasi, nehmen wir unseren Kreis. So. Oh geil, das sieht doch schon mal ganz. Ja, naja, okay, sieht halt nach was aus. Aber das wollen wir ja nicht ganz. Deswegen, wir packen unseren Spline-Vektor wieder raus, weil wir legen unseren Text erstmal auf die Seite. Heißt, wir legen den auf, ne? Nicht so. Sondern auf 90 Grad und machen wir dasselbe nochmal. So, und jetzt haben wir das schon mal so. Das sieht doch schon mal besser aus. So, als nächstes gehen wir auf Modus, Spline anpassen, auf Länge behalten. So. Damit halt die Länge des Textes ist und nicht halt die Länge des Splines im Endeffekt. So, jetzt wollen wir natürlich unser Spline, also unser Text, sage ich mal, einfach ein bisschen skalieren. Das machen wir auch. Ah, okay, aber ich sehe gerade, ist die falsche Seite, falsche Richtung. Deswegen, wir packen unser Spline hier kurz weg. Machen wir dann auf minus 90 und nochmal. So, okay, jetzt trotzdem spiegelverkehrt, aber okay, das fixen wir gleich. Also, das ist schon mal okay, weil wir können jetzt einfach auf unseren Kreis gehen, dann auf Punkte umkehren. So, und jetzt haben wir halt die Punkte umgekehrt, also quasi gespiegelt. So, und jetzt können wir hier auf unseren Spline-Winkler gehen und im Endeffekt die Werte verschieben. Na, nicht diesen Wert, sondern quasi, wo soll das stehen? Wie. Der Text, also quasi, ob da lang gezogen werden soll oder normal. Na, warum er jetzt immer wieder rausspringt, ist ein bisschen nervig. Ich habe ehrlich gar keine Ahnung. Ich glaube, das ist irgendwie ein Bug. Also frag mich nicht. Weil im Endeffekt war es ja auch nicht umgekehrt. Jetzt haben wir das halt markiert und nochmal rausmarkiert und es ist jetzt richtig. Und wenn wir jetzt, sage ich mal, mit den Deformer hier rumspielen, dann sehen wir, springt die wieder zurück. Also ich glaube, das war auch bei meinen ganzen Tests immer so. Also ich glaube, das war ein bisschen bugmäßig hier. Naja, gut, ist ja auch egal im Endeffekt. Wenn wir das halt nicht anfassen, dann ist ja eigentlich wurscht. Na, wo hatten wir es? Kreis. Und voilà, das haben wir gespiegelt. So. Packen wir noch mal ganz kurz unser. So. Jetzt machen wir jetzt, ändern wir aber noch vom Text her kurz unseren von. Dauert jetzt ein paar Sekunden, bis es geöffnet hat. Ich meine, ihr habt wahrscheinlich nicht so viel Text. Ah, jetzt wäre ja im Ursprung, ey, das nervt. Naja, egal. Ich hatte mich irgendwas ganz Passendes gefunden. Nee, natürlich nicht. Nee.
Und zwar. Nee. Ist natürlich der Vorzeigeffekt jetzt. Irgendwo hatte ich das irgendwas gefunden. Das ist jetzt natürlich ein bisschen immer blöd, wenn es so lange dauert. Ansonsten pausiere ich das hier gleich mal, das Video. Weil im Endeffekt, ja, suche ich mir Ihnen jetzt nur die Schriftarten aus. Sie könnt ihr entweder Download irgendwas Passendes oder halt, ja, irgendwas nehmen von eurer Library aus. Deswegen, ich stopp mal kurz. So, okay, also ich habe jetzt irgendwas mal genommen. Also das ist, ich habe mir mal vor einiger Zeit so eine Yu-Gi-Oh! Form rausgesucht. Warum auch immer das so heißt, aber naja, gut. Weil ich glaube, mit den ganzen Schriftarten hat das eher weniger zu tun. Aber gut. So, deswegen, wir wollen das ein bisschen nochmal langziehen. Ich glaube. Ja, seht ihr jetzt? Jetzt, naja, gut. Jetzt kann ich das halt auch in der richtigen Ansicht quasi einfach umswitchen. Aber naja, egal. Also, wenn ihr da eine Idee habt, woran es liegen könnte oder ob es da einen anderen Weg nochmal dazu gibt, der besser ist, könnt ihr es gerne in den Kommentaren schreiben. Also, das war ja für mich auch ein Try and Error im Endeffekt. Aber gut. Also, jetzt haben wir ja den Text ein bisschen. Ja, jetzt machen wir unser. Machen wir hier quasi in der Mitte nochmal ein paar Buchstaben. Also, ich mache mal ID, also iDesignisch. Das heißt, ich mache mir wieder einen Mo-Text. Mache ich mal I. Ihr könnt es auch zusammenschreiben. Ich denke, das wäre in dem Fall gar nicht mal so schlecht. I und die. Okay, ist ein bisschen zu weit weg. Genau so. Und ziehen wir uns in die Mitte rein. So. So. So, okay. Voilà, dann haben wir das doch eigentlich einigermaßen. Okay, das wollen wir natürlich auch hier reinziehen. So, und den geben wir, gucken wir mal, ob wir den eine Tiefe geben, ob das da gut aussieht, Deckflächen. Nicht eine Tiefe, Deckflächen halt. Ja, okay, das sieht doch nice aus. Okay, perfekt. Jo. So, dann geben wir dem Ganzen. Okay, bevor wir Textur machen, weil wenn wir das jetzt drehen, seht ihr ja. Seht ihr, okay, das geht natürlich auf der anderen Seite quasi, weil das ein Symbol ist. Das dreht sich. Heißt, ihr habt dasselbe hinten wie vorne. Das machen wir natürlich auch nochmal. So, deswegen hatte ich gesagt, wegen der Tiefe machen wir später nochmal. Und zwar machen wir uns zum einen unsere oben das Ding, schieben wir uns ein bisschen weiter raus. Heißt, wir gehen auf Extrude, gehen auf, ich sag mal, 40. Ah, okay. Jetzt habe ich das andere. Okay, ist aber auch nicht schlimm. Können wir auch machen. Aber ich wollte das haben, die Röhre hier. Okay. Die Röhre machen wir auch auf 40, wie gesagt. Obwohl, ja, ich guck mal, also mittlere Maustaste, dann können die in die Seitenansicht gehen. Und da würde ich mich mal sagen, dass wir mal, ich mache mal spaßeshalber 80. Ja, ist ein bisschen viel. Machen wir 60. Und ziehen das hier hin. So, ich gucke es mal ganz kurz. Ja, können wir auch ein bisschen. Okay. Ja, okay, es sieht auch gut aus. So, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir unser mittlere Röhre, die wir nehmen. Die machen wir auch mal auf
60. Und schieben wir die auch mal rein. So, okay, ein bisschen mehr. Ungefähr so. Okay. So, jetzt haben wir das, dann haben wir das, dann glaube, der innere ist einfach ein bisschen zu viel. Dann machen wir einfach mal 30 draus. Na, okay, 30 zu wenig. Machen wir mal 40 draus. Okay. 60. Okay, 60 zu viel. 50, ja, okay. 50. Okay. So. Dann machen wir uns unser Eneck. Das können wir auch ein bisschen weiter rausziehen. Was hatten wir? 7 machen wir mal. 20 gucke ich mal. Okay, machen wir mal 60. Ja, okay. Dann machen wir 50. Nee, okay, machen wir 55. Ja, kommt drauf an, wie weit das draußen ist. Nee, okay, machen wir wirklich 60. In Ordnung. Glaube aber 60 ist ein bisschen happig. Ja, okay, dann machen wir noch 58 draus. So, ich denke, das ist okay. 58, ja, okay. So, jetzt haben wir dasselbe wie da. Jetzt wollen wir natürlich noch die Texte umändern. Das heißt, weil wenn wir jetzt aber, ich zeig's euch mal, den Text hier nehmen und rausziehen, dann sehen wir, der ist gespiegelt. Das wollen wir natürlich nicht haben. Dort heißt, wir müssen uns den guten hier markieren. Quatsch. Kopieren. Mit SRGC und V. Dann ziehen wir uns den hier raus. Wofür wir es aber machen, wollen wir noch unsere Achse, weil wenn wir das jetzt drehen, zeig es euch, drehen wir das zwar oben natürlich, aber da die Achse an der Seite ist, ist der Winkel, den wir drehen, quasi nicht gerade im Endeffekt. Deswegen mit der Maustaste, Voransicht, ja. Nehmen wir. So, nehmen wir unsere Achse hier und können die, na, theoretisch können wir die verschieben. Warum auch immer er das nicht macht. Ah, es ist einfach zu spät. Textur natürlich nicht, macht natürlich Sinn. Okay, egal, wenn nicht, dann machen wir es anders, ist kein Ding. Okay, dann ist ja wurscht. Dann. Jetzt drehen wir die. Oh, sorry, ich musste gehen. Drehen wir das einfach mal auf 180 Grad um. Na? Ah, nicht 18, Leute. 180. Okay, nicht auf der Achse. Nehmen wir die. Okay, nehmen wir mal die andere. Doch, eigentlich sollte es korrekt sein, die. Okay, naja, egal. Nehmen wir halt die andere. Ist mir jetzt egal. Nehmen wir halt die. So, dann ziehen wir uns das nämlich wieder in die Mitte einfach rein. Dann ist es mir auch egal. Ziehen wir das so in die Mitte rein. Ja, so dürfte das passen. Ja, okay, wunderbar. So, und jetzt kommt der Text noch.
heißt, den Text quasi, den müssen wir uns natürlich auch kopieren, weil sonst spiegelt sich das natürlich auch. Heißt, wir kopieren uns das Ganze und auch unseren Kreis, weil den Kreis wollen wir natürlich auf der Seite haben hier. So. Und dann nehmen wir den Spline-Winkler hier. Nehmen das aber raus. Okay, jetzt habe ich selbst verwirrt. Wenn wir das löschen. Okay, den Text haben wir. Der. Okay, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Oh Mann. Also, okay. Wir haben den Originaltext von hinten. Dann haben wir unser, ja, okay, altdesignisch und das altdesignisch. Okay. Dann kopieren wir uns nochmal den Text, weil diesen Spline-Winkler haben wir ja. Packen dann unseren Spline-Winkler, hatten wir wie gesagt ja schon. Dann können wir den rausmachen. Dann nehmen wir hier den Text. Und. Nehmen wir das Spline-Winkler, nehmen als Blei den neuen Kreis und klatschen den auch hier unten hin. Okay, so, okay, das ist gut. Kreis 1 nehmen, Punkt umdrehen. Also, wie ihr sehen könnt. Hatte ich eigentlich nichts gemacht, aber der Text ist anders. Naja, egal. So machen wir das so. Dann nehmen wir unser Spline. Umdrehen. Okay. Ach, okay, jetzt habe ich es raus. Okay. Also, okay, jetzt habe ich das auch raus. Und zwar die Logik dahinter. Also, wenn ihr jetzt einmal umdreht. Quasi dann habt ihr das einmal im Endeffekt umgedreht. Also das heißt, wenn den Spline bewegt, habt ihr das Ding automatisch umgedreht. So, okay. Aber wenn das jetzt beispielsweise umdreht und jetzt nochmal drauf drückt, dann ist es automatisch so. Und wenn ihr das jetzt mit dem Spline-Winkler ändern wollt, dann springt er wieder um. Das heißt, nehmen unser Spline, gehen auf Punkte umdrehen, weil wenn wir jetzt unseren Spline ändern, dann switcht er wieder um. Dann ist es nämlich korrekt. Versteht ihr, wie ich meine? Macht wie gesagt keinen Sinn. Ich glaube, es ist ein Bug. Aber naja, okay. So, jetzt haben wir das soweit. Perfekto. Dann werden wir jetzt die ganze Chose mal markieren. Alt G drücken, haben wir eine Gruppe. Die nennen wir Logo. Und die wollen wir jetzt, so wie es im Video ist, rotieren lassen. So. Das ist auch kein Problem. Und zwar nehmen wir uns hier unsere Gruppe, gehen auf Koordination, also Koordinaten im Endeffekt, und wollen diese Koordinate hier drehen. So, das machen wir folgendermaßen. Das heißt, wir nehmen uns unseren Spline, unser Timeline 0. Hier könnt ihr die Timeline verschieben. Da wir das loopen, also ihr könnt auch theoretisch 1000 Frames nehmen, dann habt ihr einfach kack viel zu rendern. Deswegen nehmt einfach 100 Frames und loopt es. Das heißt, dass es endlos so weitergeht. Deswegen, und die 100 Frames sind ja schnell gerendert. Deswegen nehmen wir unser 0, okay, 0, Flame 0, also Frame 0. Gehen dann hier auf unsere Koordinate, auf die H. Gehen auf den, also drücken drauf, dass es ein roter Punkt wird. Gehen auf Frame 100. Gehen auf 360 Grad. Und drücken nochmal drauf. Voilà. So, und wenn wir das jetzt mal abspielen würden, dann würde sich eigentlich was tun. Und zwar, das Ding dreht sich.
Allerdings dreht sich es, fängt es langsam an, wird schneller und hört dann langsam auf. So, das wollen wir natürlich nicht haben. Das heißt, wir gehen auf unser Loop hier, also auf unser H-Wert, also den, das wir halt, ja, wir Keyframed haben, rechte Maustaste, Animation, unsere F-Kurve, dann wird uns, ne, F-Kurve anzeigen, dann wird uns unsere Kurve hier angezeigt, das ist die Timeline, das heißt zur Erklärung hier, das, da nimmt es halt zur Fahrt auf. Dann das runter, wird es schneller und dann hier geht es wieder langsam in die Waagerechte. Das heißt, wir, also jetzt ist schon beides markiert, aber falls es nicht markiert ist, STR, G und A, habt ihr alle Punkte markiert und dann habt ihr hier oben diese quasi diese einfachen Werte. Da gehen wir hier auf das hier, auf Lineal, das heißt, wir haben das an eine Linie. Das heißt, wenn wir das erst theoretisch drehen würden, dann dreht sich das ununterbrochen weiter. Und ja, tut sich da nichts. Also gut, das ist jetzt ein bisschen unterbrochen, weil das ist halt, der muss halt berechnen. Das heißt von Frame 50, Frame 100 auf 0. Aber im Endeffekt, das ist ja 360 Grad. Das heißt, er hört bei demselben Frame auf, wie er gestartet hat. Und es geht dann ein durch. So, jetzt machen wir, also wenn ihr wollt, wir sind im Endeffekt fertig mit dem Tutorial. Ja, ich meine, wenn ihr bis hier zu Ende schauen, also wenn ihr bis hierhin schauen wollt, lasst mir auf jeden Fall schon mal einen Kommentar da, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder auf jeden Fall ein Abo. Könnt auch gerne mal teilen das Video, damit ihr, ja, damit natürlich noch andere Leute aufmerksam darauf werden, die es eventuell brauchen könnten. Ja, ansonsten, ich werde es nochmal eine Textur geben, so in etwa, wie es halt hier auch ist. Also jetzt nicht so das Lightning, weil das ist doch schon ein bisschen aufwendiger. Also ich will ja noch irgendwann ins Bett. Aber schon mal die Farben. Das heißt, wir machen uns eine, ja, Silber. Das können, obwohl wir machen uns erstmal für die Base ein Blau. Das hat er hier gemacht, so ein Babyblau, so ein Dunkelblau. Das packen wir uns nicht einmal. Voilà, darauf. Dann machen wir uns ein Silber. Also wir können im Endeffekt einfach mal ein, nicht Transparenz, sondern eine Spiegelung nehmen. Wo haben wir die Spiegelung? Spiegelung, Spiegelung. Reflektivität, da haben wir es. Hinzufügen auf, also hinzufügen, da machen wir irgendeins, ist egal. Dann gehen wir zum einen auf die, ja, Glanz, okay, kann man so lassen. Nur die Rauheit schrauben wir halt hoch. Heißt, dann wird es im Endeffekt so ein Fake-Silber. Das packen wir nämlich hier rauf. Und dann hier rauf und hier rauf. Na, und hier rauf. So, jetzt machen wir. Ach nee, okay. Der Rand, sorry, der Mittelrand ist braun. Also so goldbraun. Deswegen machen wir uns das noch hier. War das irgendwie sowas? Dann war natürlich eine Spiegelung drin. Die Spiegelung machen wir aber nur auf Spiegelstärke, ist okay. Die Farbe machen wir ungefähr auf 50%. Ich, ja, okay. 50%, ballern da war noch ein Fresnel rein. Fresnel. Okay. Dann packen wir das hier auf die Mitte rauf. Und dann packen wir das hier auf diese Dinger hier drauf. Okay. Und dann, ja, nehmen wir dasselbe. Was hat er genommen? Ja, dieselbe Farbe. Das Blau geben wir natürlich auch ein bisschen Spiegelung. Dann sieht es natürlich interessanter aus. Machen wir auch ein Fresnel. Und
natürlich noch das, na, nicht das, sondern nur das Eidesainisch, also ID. Na, okay, fein. Dann muss ich halt hier reingucken. Das ist nämlich zum einen der erste Text, das weiß ich, hatten wir letztes bearbeitet. Okay, nee, aber den können wir selber machen. Dann hatten wir, glaube ich, das war das, genau. Dann da packen wir rauf. Und genau, andere Seite machen wir im Endeffekt dasselbe. Also unser ID haben wir hier. Machen wir ein blau und der Text. Den machen wir natürlich auch silber. So, und ich glaube, genau, das war's von Texturen her. Dann machen wir noch mal ganz kurz einen Himmel als Lightroom. Und na, kein, nicht so. Obwohl, ja, okay, doch. Erzeugen. Wo haben wir es? Shader. Nee. Okay, jetzt hinzuladen. Sorry Leute, ich hatte gerade ein paar Audio-Probleme, deswegen hatte ich gerade ein paar Sekunden bzw. ein paar Minuten aufgenommen. Ohne Audio bzw. nur mit Rauschen, deswegen nicht wundern. Also ich habe jetzt nochmal alles zurückgemacht. Das heißt, wir haben im Endeffekt nur unser Logo hier und wollen jetzt einfach nochmal einen Himmel hinzufügen. Deswegen nehmen wir uns hier einen ganz normalen Himmel. Ach, den hatten wir uns schon, also im Endeffekt können wir das ja löschen, mal den Himmel, den ich am Anfang hatte. Heißt, wir nehmen uns hier einen Himmel raus, dann gehen wir hier auf Erzeugen. Und zwar gehen dann auf Material laden, gehen auf Visualize, Presets, Lightning, HDRI. Suchen wir uns irgendwas Schönes aus. Ich würde mal sagen, Sunset machen wir hier mal. Dann klatschen wir uns den hier auf unseren Himmel rauf und gehen hier auf die Voreinstellungen. Ich meine, ich hatte das jetzt aktiviert gehabt, aber ihr könnt dann in den Effekten hier, könnt ihr Ambient Occlusion, Globby Illumination einschalten und dann rendern wir das mal ganz kurz. Ja, okay, also ich meine, wie ihr sehen könnt, im Endeffekt, ja, gut, das Blau könnte man jetzt ein bisschen mehr Navy Blau machen. Ups, nicht Keyframe. Ein bisschen dunkler ist es, glaube ich, und ein bisschen, ja, so. Und ich versuche mal so ganz schnell jetzt gerade mal mit hier ein Lightning zu machen. Mit der Spiegelung, wenn wir das jetzt in Licht geben wir weiche Schatten. Mal kurz gucken. Ja, okay. Sieht es schon, ja, okay, sieht das besser aus. Aber ich sag mal so, Lightning dauert halt eine Weile. Deswegen könnt ihr euch gerne da ein bisschen austoben. Ihr könnt auch gerne ein bisschen Struktur. Ich würde jetzt auch hier in den ganzen Sachen eine Struktur reinbringen, weil wenn ihr das so blank habt, sieht es halt sehr unrealistisch aus, weil keine Farbe ist wirklich perfekt. Also deswegen. Aber nichtsdestotrotz, wie ihr sehen könnt, ihr habt jetzt das Logo, also quasi ihr habt das ganze Lightning oder sowas, aber halt ohne Hintergrund. Damit ihr das auf, also per PNG quasi, ohne Hintergrund irgendwie auf irgendeine Animation stellen könnt in After Effects oder sowas. Oder irgendein anderes Video. Deswegen, wir gehen das hier auf unseren Himmel mal drauf. Rechte Maustaste, Cinema 4D-Text. Render. Da. Und sichtbar für Kamera aus. So, wenn wir das nämlich jetzt rendern, dann sehen wir, dass Lightning im Endeffekt bleibt, allerdings der Hintergrund verschwindet.
So in etwa, genau. Und jetzt könnt ihr das, müsst halt aufpassen, Voreinstellungen, wenn ihr das speichert hier, müsst ihr auf Alpha-Kanal gehen. Das heißt, weil wenn ihr das nicht habt, also Alpha-Kanal deaktiviert habt, quasi, dann rendert er das Ganze natürlich aber auch mit dem Hintergrund, also mit dem schwarzen Hintergrund. Könnt ihr später natürlich immer noch rausmachen, aber das ist halt unnötig. Deswegen geht auf Alpha-Kanal und dann habt ihr halt einfach ein. Ich meine, wenn ihr euch das anguckt, dann ist der Hintergrund auch schwarz, aber im Endeffekt ist er transparent, wenn ihr das auf irgendeine andere Animation schiebt. So, deswegen würde ich sagen, war es das. Ich würde es fürs Thumbnails nochmal ein bisschen aufwerten, aber im Endeffekt war es das schon mal. Ich meine, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich gerne über ein Abo freuen und natürlich ein Like. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen generell oder Kritik oder so, lasst gerne einen Kommentar da, würde ich mich natürlich freuen. Und ja, ihr könnt mich gerne wieder wirklich unterstützen, indem ihr das Video einfach mal teilen würdet, damit es viele Leute sehen. Denn ich habe, ja, früher lief mein Kanal ja gut, deswegen habe ich auch viele Abos. Aber momentan sind es halt eher Abo-Leichen, so wie ich die Idee habe. Und deswegen wäre cool, wenn ihr mich aber ein bisschen unterstützen würdet, weil das Feedback an sich ist ja teilweise immer 100% an meinen Bewertungen und das ist natürlich sehr cool. Also Dankeschön dafür schon mal. Aber ja, wäre einfach schön, wenn es noch mehr Leute sehen würden. Deswegen würde ich sagen, wie gesagt, wenn irgendwas ist, schreibt mir in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zusehen, haut rein und bis zum nächsten Mal.